So, also Leute, guten Morgen. Heute zeige ich euch meinen Beauty Fat Burn Venus Power Energy Boosting Coconut Milkshake. Der ist so unfassbar lecker und er hat so unfassbar geniale Vorteile für uns. Und ich empfehle euch den wirklich mindestens zweimal die Woche, besser dreimal, morgens direkt als Start in den Tag zu trinken und euer Frühstück mal ein bisschen nach hinten zu verschieben. Das geht auch mit diesem Shake unfassbar leicht. Er gibt euch Energie, Konzentration, er sättigt euch, er macht euch zufrieden und ihr profitiert eben von den ganzen besonderen Eigenschaften und befindet euch noch Stunden im Fatburn-Modus aus der Nacht. Die große, große Wunderzutat in diesem Shake ist Maca. Ich habe in ganz vielen Videos schon drüber geredet. Ich empfehle jedem, regelmäßig Maca einzunehmen. Also zwei, dreimal die Woche, aber wirklich regelmäßig. Und ihr profitiert so sehr von diesen ganzen wunderbaren Eigenschaften, die dieses Würzelchen besitzt. Was genau, das erkläre ich euch gleich. Wir fangen jetzt direkt mal an. Ihr braucht nicht viele Zutaten. Ich bestelle fast alles über Amazon. Welche Produkte genau, verlinke ich euch in der Infobox. Alles easy. So, wir brauchen natürlich erstmal eine Flüssigkeit und dann nehmen wir eine Pflanzenmilch. Aber stopp! Nicht irgendeine, sondern damit wir eben den Fatburn-Modus aus der Nacht noch hinauszögern und wir nicht direkt Kohlenhydrate reinnehmen und der Körper wieder Kohlenhydrate verbrennt, sondern weiterhin Fett, versteht ihr? Brauchen wir eine Pflanzenmilch, die wenig Kohlenhydrate enthält. Und das ist in der Regel Mandelmilch. Cashewmilch ist auch noch sehr gut. Oder eben dieser Kokosdrink aus dem DM. Den nehme ich jetzt hier, weil es eben insgesamt ein Coconut-Milkshake wird. Aber es schmeckt auch mit Mandelmilch und Cashewmilch hervorragend. Ihr müsst natürlich immer gucken, ne, dass ihr keinen Zucker zugesetzt habt in eurer Pflanzenmilch. Okay? Okay. So, davon nehmen wir 300 Milliliter. Ich habe hier so einen Shaker-Behälter, dann geht das alles flott. Ihr könnt das natürlich später mit einem Pürierstab alles mixen oder im Mixer alles direkt tun. Am besten schmeckt dieser Shake eisgekühlt, deswegen hauen wir jetzt noch Eiswürfel rein. Wenn ich sie denn rauskriege. Romeo und Papa spielen draußen im Garten. Ich weiß nicht, ich hoffe, das stört nicht. Ich mache mal lieber die Tür zu. Die nächste geheime Zutat ist Kokosmilch. Bio auf jeden Fall. Die habe ich aus dem DM. Leute, die Kokosnuss ist extrem reich an mittelkettigen Fettsäuren. Das sind die MCT-Öle und die wiederum haben die Eigenschaft, dass sie nicht direkt auf den Hüften landen, sondern sehr schnell in Energie umgewandelt werden. Also sie geben uns Energie und sie halten uns im Fatburn-Modus, erst recht, wenn wir sie morgens einnehmen, ja, direkt nach dem Aufstehen, so ungefähr. So, und es schmeckt unheimlich lecker. Circa 100 Milliliter. Jetzt mal hier so Pi mal Daumen. Außerdem enthält die Kokosnuss die antibakterielle Laurinsäure und das ist der Gegner von dem Bakterium, was Akne verursacht. Also, sie hat eben auch noch die Eigenschaft, die Teilproduktion zu regulieren. Also haben wir den Beauty-Aspekt auch noch abgedeckt, ist das nicht schön. Jetzt kommen wir aber zu dem Star dieses leckeren Drinks und das ist mein Maca-Pulver, mein geliebtes Maca-Pulver. Guck mal, ich habe diesen Beutel schon Ewigkeiten, ne? Und trotz, dass ich es so regelmäßig nehme, es hat jetzt echt ewig gehalten. Maca muss organic, also bio und raw, also roh sein. Achtet da drauf. Wie gesagt, mein Link in der Infobox. Jetzt habe ich den Löffel kaputt gemacht, der da drin liegt. Fit Girl Problems. Davon nehmen wir 2 Teelöffel. Man könnte auch einen nehmen. Einer wird schon reichen, ne? Also 5 Gramm sind immer sehr gut. Aber wir wollen sicher gehen, dass wir auch genug haben und alles, was der Körper nicht braucht, wird sowieso rausgepieselt. Leute, Maca hat die Eigenschaft, den Hormonhaushalt zu regulieren. Also solltet ihr irgendwelche Disbalancen im Körper haben, an irgendeiner Stelle, ist Maca anders als zum Beispiel Soja oder Rotklee, ne, die diese Phytoöstrogene enthalten, sondern Maca ist so genial, dass es, ich drücke es jetzt einfach mal ganz einfach aus, dass es im Gehirn quasi die Information gibt, check mal ab, wo irgendwie was zu viel oder zu wenig produziert wird an Hormonen im Körper und regel das. Ja, produziere hier an den Stellen, wo was nicht in Ordnung ist, produziere mal mehr oder weniger. Also Maca regelt. Also es gibt wirklich zahlreiche, super schöne Studienergebnisse über Maca. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Ich meine, es ist eine Wurzel. Ja, es ist eine Wurzel. Und ich habe von euch ja auch schon so viel positive Rückmeldungen bekommen hinsichtlich regelmäßiger Zyklus, Fruchtbarkeit, Kinderwunsch. Also wunderschöne Berichte habe ich da schon von euch bekommen, was mich unfassbar freut. Also wenn da jemand dank meines Ratschlags endlich schwanger geworden ist, das ist natürlich, wie schön, ja, wie schön.
Ich bin zwar kein Doktor, aber falls ihr irgendwelche Disbalancen im Körper habt, was die Hormone angeht, würde ich es definitiv wirklich erstmal mit Maca versuchen. Das kann eine Hormontherapie ersetzen. Ja, kann. Aber eben, auch wenn ihr überhaupt keine Probleme habt, ja, mit den Hormonen, da alles cool ist, profitiert ihr eben von den ganzen anderen super Eigenschaften. Es gibt euch Energie, es stärkt das Immunsystem. Es hat unheimlich viele tolle Mineralien, ja. Magnesium, Calcium, Kupfer, Eisen, Selen, Kalium, Zink, also auch ganz, ganz viele Beauty-Mineralien. So, machen wir weiter. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist noch ein bisschen Süße. Ich nehme dazu Stevia, wie immer. Also ich bin absoluter Stevia-Fan, weil das einfach, es manipuliert nicht den Blutzucker, ne? Es hat keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Da habe ich auch ein sehr schönes jetzt hier bei Amazon entdeckt. Von einer super Qualität, schmeckt gut und Preis-Leistung auch super. Ich würde jetzt eigentlich noch ein bisschen Vanille dazu machen mit meiner Vanillemühle, aber die ist leer. Aber könnt ihr machen, wenn ihr wollt, ne? Ich würde aber jetzt diesen schönen Shake jetzt nicht mit irgendwelchen Flavor Drops so verunstalten. Der ist so schön natural, ne? Und das lassen wir einfach mal sein heute, ne? Und jetzt wird das Ganze gemixt. Oh, Leute, das ist so lecker. Hammer. Es wird so ein bisschen flockig, ja, durch die Eiswürfel. Wer das nicht mag, der lässt die Eiswürfel einfach weg. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, also wie gesagt, 2-3 Mal die Woche morgens damit in den Tag starten, Leute. Und ihr werdet merken, über die Zeit, wie ihr mehr Energie bekommt, mehr Drive im ganzen Leben, ja, mehr Drive fürs Gym, mehr Drive fürs Life, mehr Konzentration. Ihr werdet euch besser fühlen, mehr Energie, mehr Drive in der Liebe. Ja, überall, Leute. Und ja, an dieser Stelle hole ich doch mal meinen Mann. Gucken wir mal, was meine Männer dazu sagen hier. Ist übrigens auch für Kinder super gut, ja, absolut nicht schädlich, im Gegenteil. Es steigert, ist, unheimlich lecker. Nein, wirklich, oh schade. Oh nee. Gut, man kann es auch auf andere Weise vielleicht mal in einem Smoothie zubereiten. Ich lasse mir da was einfallen, aber es ist für Kinder tatsächlich super. Ach. Ja, das ist ein Schauspieler. Ach, ist ein Schauspieler. Auch bei Kindern steigert das wirklich die Konzentration, macht sie ruhiger. Die profitieren natürlich genauso von den ganzen tollen Mineralien fürs Immunsystem. Super. Und es schmeckt ihnen auch einfach fantastisch. Es kommt super an bei Kindern. Auch wenn sie so tun, als ob es nicht schmeckt. Es schmeckt. So. Schön gut. Hm? Trink, Schatz, trink. Es ist für die Männer auch super. Ne? Auch bei den Männern reguliert das ja das Hormonsystem. Ne? Und steigert hier, apropos Venus, halt auch den Drive. Haben wir unseren Dienst getan für heute? Können wir doch wunderbar Eis essen gehen. Balance, Leute, Balance! Balance! So, let's go! Ja, Leute, macht das mal 2-3 Mal die Woche, definitiv. Also ich kann nicht mehr als euch sagen, machen müsst ihr es dann auch. Wenn ihr es nicht macht, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende. So. Gebt mir mal Feedback auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal über Feedback, wenn ich euch in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen konnte. Also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.